Hey Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu einem weiteren richtig freshen Video hier auf meinem Channel. Heute versuche ich Picasso zu sein und Fußballprofis richtig gut zu zeichnen. Und je besser ich zeichne, desto besser ist mein Team am Ende, denn ich werde die Zeichnung einem Kollegen zeigen und er muss dann erraten, welcher Spieler es ist. Wenn er die Spieler erkennt, dann habe ich gut gezeichnet, dann darf ich diese Spieler in ihrer besten Version benutzen. Wenn er sie nicht erkennt, habe ich schlecht gezeichnet und dann kriege ich eine Bronzekarte für die Position. Und das größte Problem bei dieser Challenge ist, also ich habe immer nur eine Minute pro Zeichnung Zeit und ich weiß nicht, ob irgendjemand den erkennt. Also das soll jetzt Cristiano Ronaldo sein mit seinem Adamsapfel und Haare ein bisschen länger oben als an der Seite, Ohren ein bisschen grün. Ah, keine Ahnung, Mann! Also kann auch sein, dass hier gar nichts erkannt wird, aber ich gebe mir ehrlich Mühe. Denn die Spieler aus dem Team können am Ende auch discarded werden. Das heißt, es ist wichtig, dass wir ein gutes Team haben. Der erste Spieler ist unten eingeblendet, ist Kevin De Bruyne. Ich habe eine Minute Zeit. Let's go! So, direkt die richtige Farbe, denke ich, ausgewählt. Egal, ob der Hals jetzt auch orange ist. Warte mal, wie? Der Mund irgendwie so. Dann hat er ja hier so ein bisschen mehr Bart auf den. Dann kommt hier so stoppelig. Zack, 20 Sekunden schon, okay, das ist Krise. Dann geht es hier so ein bisschen zur Seite. Und hier ist auch gar nicht so kurz bei ihm. Oh, 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 oh. Zack, 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 zack. Natürlich hat er auch Augen. Und eine Nase. Okay, da hätte ich mir ein bisschen mehr Mühe geben können, aber... No, 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 mach diese Nase weg, mach diese Nase weg. Es ist eine ganz normale Nase. Welche Augenfarbe hat der so blaumäßig, ne? Das können wir schon nochmal hier reinmachen. Vielleicht sieht es ein bisschen mehr nach De Bruyne aus. Er hat nicht mal Ohren. Der Bruder hat nicht mal Ohren gerade. Aber gut, jeder Mensch hat Ohren. Also die helfen jetzt auch nicht daran zu erkennen, dass es De Bruyne ist. Oh mein Gott. Okay, eine Minute ist um. Das soll Kevin De Bruyne sein. Oh mein Gott, ey. Also die ist orange, ne? Ich hoffe, er achtet halt drauf, dass es alles in orange ist. Das ist, glaube ich, die einzige Art und Weise, wie man es erkennen kann. Ja, ich habe meinen ersten Spieler gezeichnet. Was geht am heißen? Yo. Ja, du siehst meine Zeichnung. Ich sag zu den Sachen gar nicht viel mehr. Du droppst einfach einen Namen so von einem Fußballer. Es können aktive Fußballer, aber auch Icons sein. Es kann von jeder Position sein mäßig. Am Ende kommt halt ein komplettes Team zusammen, weil es 11 Spieler sind. Ja, kannst du was zur Zeichnung sagen? Warum du denkst, wer es ist, wie du willst, kannst du auch einfach so einen Namen raushauen. Ah, okay. Hat die Farbe was? Also, ja, ja, also Farben und alles, also es hat schon alles bisschen. Also er hat auch orange Haare und so in echt, okay? Ja, ich hab, die Farben habe ich schon mit Sinn gewählt. So. Ja, okay, okay, blaue Augen so. Könnte es eigentlich du sein? So, ein bisschen. Digga, gar keine Ahnung. Aber, boah, mir fällt, ist es ein Niederländer zufällig? Also ich würde einen Niederländer-Guess abgeben, sag ich dir ehrlich. Ich würde sagen, oh, ich hoffe, ich habe richtig Dirk Kuyt. Nein. Nein. Hast du gesagt, nein. Es könnte auch ich sein, da hatte ich richtig dick Hoffnung. Ist Kevin De Bruyne. Nein. Wo Leute sogar aussagen, ich sehe aus wie er und so. Ja, das ist recht. Ich bin im Stadion und irgendwie random sprechen und fragen mit De Bruyne, wenn du standest daneben. Und jetzt kommt er. Hey, ohne Scheiß, stimmt das wirklich? Genau das war, hat da wirklich einer gesagt. Du bist ein Skandal. Okay, das gibt die erste Bronzekarte für mich. Oh mein Gott, tut mir leid. Als nächstes geht es um unseren Torwart. Kriegen wir einen der besten Keeper im Spiel oder kriegen wir eine Bronze-Keeper 3, 2, 1, go. Die Zeit läuft. Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht können wir schon mal schlau sein und so mäßig hier Arme mit so richtig großen Händen ranmachen auf den, dass man checkt. Das soll ein Keeper sein. Ja, das checkt man, glaube ich. Das hat schon mal gelohnt, das zu machen. So, dann Mund auf einfach und dann aber hier richtige Gesichtsbehaarung. Aber so richtig Vollbart. Geht auch hier rüber so. Zack, 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 zack. Geht auch hier ein bisschen so über. Warte mal, wir haben ja noch 20 Sekunden. Ah, es brennt, es brennt, es brennt! Warum geht es da in den Mund rein und so? Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Warte mal, jetzt muss ich hier noch so mäßig. Das hier auch so ein bisschen ähnlich wie De Bruyne. So ein bisschen länger, aber auch ein bisschen wild oben so auf den. Nein! Und hier ist auch ein bisschen länger. Vielleicht noch 5 Sekunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zack! Okay. Ja. Eine Sekunde schneller fertig gewesen. Oh, ich bin gefreut gerade. Diese Zeichnung ist eine Katastrophe. Also ohne diese Hände wüsste man, glaube ich, nicht mal, in welche Richtung es ansatzweise geht. So, vielleicht erkennt man, dass es ein Keeper ist. Vielleicht kommt man dann irgendwie auf Alisson wegen... Oh mein Gott. Ey, ich kann nicht zeichnen. Das ist auch echt schwer mit Paint, ne? Hier so mit deinen Maus-Tastatur, aber... Ach man. So heißen. Ja, jetzt, ich habe mir Mühe gegeben, dass du vielleicht diesmal drauf kommst. Hier haben wir den Spieler. Ey, Digga, es ist wirklich schwer, ne? Ich glaube, ich,
Ich würde dir so gerne dir raten, aber weiß nicht, nur mal als große Hände denken und alles, ja, mach ich darf. Ja, nur mal als große Hände, also ich gehe so davon aus, dass es ein Torhüter ist, aber ich hoffe halt, dass, ja, dann mit Bart, dann eine Kappe, also so wie ich das sehe, hat er, welcher Torhüter denn eine Vollbart? Ich dachte wirklich, ich habe mich so schlecht gezeichnet, aber. Schwer ist unmöglich. Irgendein Name, nein, das ist ja richtig. Ey, Digga, ich streng mich wirklich gerade an, weil ich auch keine. Ich will auch, dass du Spieler spielst, aber das, es ist auch nicht gerade die weltbeste Zeit, glaube ich. Oder ich hatte auch nur eine Minute Probe und überlegt ja, mit Paint ja, und mit Maus und Tastatur. Also ich ja. sage, es geht. Ist das Tschech so, weil vielleicht Kappe, aber das hat eigentlich kein Bart, so, I don't know. Oder es ist keine Kappe oben drauf. Es sind einfach lange Haare, die zur Seite gehen. Es ist Alisson mit Vollbart. Ah, das mit der Hand, mit dem Torhüter habe ich gerafft. Ja, aber dass du da oben da gekritzelt hast, das hat mich mehr verwirrt als alles andere. Dürftest du Brasilien-Flagge oder so malen? Das, dann wär's ja, also, ja, dann wäre es halt wieder zu einfach. Na, okay, nächste Bronzekarte. Ah, Roberto Carlos. Ich glaube, ich versuche gar nicht erst deinen Kopf zu zeichnen. So, wir machen es anders. Let's find go. Muss man eigentlich erkennen. So, hier, zack, zack, auf dem stehen Leute. Und dann haben wir Roberto Carlos mit ein bisschen dickerer Strich. Zack, zack, machen wir hier, haben wir hier einen Kopf drauf. Dann machen wir, wie der Ball fliegt. Der Ball fliegt so ins Tor. Dann gebe ich ihm noch ein gelbes Trikot. Das, wie fülle ich hier? Zack, gelbes Trikot. Mache ich, nein, das geht nicht, weil ich da diesen Strich nicht zu Ende gemacht habe. Erstmal hier diesen Strich zu Ende machen, damit ich das füllen kann, sonst wird gleich das ganze Bildschirm. Aha. Okay, Hose könnte ich noch eine andere Farbe geben. In noch ein paar Sekunden, welche Farbe war die Hose? Die war hellblau. Und Sacco! Oh mein Gott, das ist das schlechteste Brasilien-Trikot aller Zeiten. Es ist genau eine Minute. Ja, aber ein anderer Ansatz, ne? Also, okay, Bruder, wie konnte ich mich am Anfang von diesem Video mit Picasso vergleichen? Ja, aber vielleicht ist das ja auch ein Stilmittel, wie ich hier mal. Oder ich will einfach möglichst viele Spieler in meinem Team haben. So, ich hätte, da wären jetzt schon solche Methoden ausgepackt. So, Bro, ich hab's idiotensicher gemacht. Ich bitte dich. So, ich sag nichts mehr. Roberto Carlos. Dankeschön, danke. Guck mal, das ist wieder dieses mit ein bisschen Tricksen. Ich habe extra keine Brasilien-Flagge, sondern nur die Farben, aber das ist eigentlich der eindeutigste Freischuss, den es gibt. So, ich wollte. Aber du bist ein bisschen machst du schwer, weil du den rechten Fuß an den Pfeil setzt. Du musst eigentlich den linken Fuß anzeichnen. Damit hast du mich sehr irritiert. Ich hätte den Pfeil ein bisschen länger machen können, das auf jeden Fall. Ich hatte zu wenig Zeit einfach. Aber gut, hey, das ist der erste Spieler für uns. Du hast bisher beim Raten ehrlich jedes Mal eine Icon oder eine Hero gesagt. Also habe ich das im Intro falsch erklärt? Das können auch aktive Spieler sein. Nee, aber ich dachte mir so. Okay, passt. Okay, nächster Spieler, egal wie schlecht man im Zeichnen ist, man muss doch irgendwie einen Hut-Hullet hinbekommen, den man erkennt. 3, 2, 1, Zeit läuft. Zack, zack. Ziemlich lang, Kopf so mäßig. Jetzt muss ich halt die Strichstärke einmal ein bisschen. Ah, man sieht halt nicht, dass die so. Oh. Checkt man's? Ich weiß es nicht. Warte mal. Doch, ich sag ehrlich, wenn man sich doof anstellt, oder? Man denkt halt, das sind einzelne Haare. So geflochtenmäßig, aber jetzt fehlt halt eigentlich nur, dass hier so der Mund ist und dass der hier noch den hat. Nein, ein bisschen besser geht das schon. Da muss ich mir jetzt Mühe geben, das ist ein sehr wichtiges Detail, so. Zack, dann hat er so eine breite Nase. Oh mein Gott, ich sag absolutes Meisterwerk. Und jetzt noch so richtig fette Augenbrauen. 5 Sekunden noch. Oder wenn da nicht Rulle drin erkennt. Ich kann sogar früher aufhören diesmal. 4 Sekunden vor Schluss aufgehört, weil das ist ein Kunstwerk. Das kann im Louvre hängen. Das ist grandios. Okay, also ich hoffe, es wird erkannt einfach. Spieler Nummer 4. Ja, komm, Rulitz, das Ding ist. Guck mal, ich bin auch besser geworden. Da Vinci Zeit. Einfach geworden. Was ist das denn? Auf einmal Profi-Zeichner. Ich sag ehrlich, mit der Zeit war ich auch sehr zufrieden, aber ich sag auch so, er hat halt schon sehr eindeutiges Gesicht. Also mit wem sollte man ihn vertauschen, so mäßig? Geht. Keine Ahnung. Geht kaum. Der Spieler wird wichtig.
Lionel Messi, das wird schwer. Naja, klar, man könnte jetzt wieder dribbeln, hier so Ziege malen. Okay, da ist halt immer noch 50-50, dann noch eine Argentinien-Flagge daneben. Aber nee, wir wollen nicht zu sehr dribbeln, man muss schon ungefähr die Spieler malen. Aber eine Kleinigkeit habe ich im Kopf, was ich machen könnte. So, 3, 2, 1, go! Erstmal mache ich nämlich, um es schon mal ein bisschen einzugrenzen, das sollte im erlaubten Bereich sein, einfach die Nummer 10 einmal. Oh mein Gott. Da gibt es halt immer noch sehr, sehr viele, aber es passt schon mal, würde ich sagen. Machen wir das, dann machen wir da einen Kopf drauf. Und dann wechsle ich aber schon mal zu braun. So, dann Auge, Auge. Oh, das ist zu braun wechseln, bringt halt relativ wenig. Wenn, oh mein Gott, das ist ein bisschen lang, das ist ein bisschen lang. Wenn halt alles braun ist, so die Mundpartikel und so auch, aber das muss hier weitergehen auf jeden Fall auch. Könnte man checken vielleicht. Hier so ein bisschen hoch. Hier an der Seite natürlich auch Haare, so zack. Hä? Besser aus als ich gedacht habe, ich meine ernst. Die Nase, ob man die jetzt macht oder nicht, ne? Jeder Mensch hat eine Nase, das macht einen Unterschied. Zack! Genau eine Minute. Punktlandung Nummer 10, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ha, da sind wir wieder im Call mit Heißen. Eine Zeichnung ist hier wieder in einer Minute entstanden. Welcher Spieler? Welcher Mensch? Wer kann das sein? Ja, der zweitbeste Fußballer aller Zeiten, Leo Messi, oder? Oh, weißt du was? Ich habe sogar beim Zeichnen gesagt, wer ist der Erstbeste aller Zeiten? Der Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Okay, ja, weißt du, kann ja auch sein, dass du sagst Pelé oder so. Okay, ja, ich habe sogar beim Zeichnen noch gesagt, ich könnte dir eine Ziege hinmalen, aber dann wäre es halt nicht eindeutig, weil man nicht weiß, wer für dich der Goat ist, aber du hast es richtig gesagt. Guck mal, hä, auf einmal läuft's oder was? Ich denk schon. Ich dachte vorhin. Aber wie kannst du Ronaldo den Rücken kehren, weil wir sind nach Saudi-Arabien geflogen, um Cristiano Ronaldo zu sehen? Was ist das denn? Ja, aber weil einer der Goats, so mäßig sind. Für mich gibt es mehrere. Wie auch immer, ey, endlich mal eine 99er-Karte für mich. Lego. Okay, Joe Gomez hat eigentlich auch schon ein bisschen einzigartiges Aussehen, so, wenn man da nur den Bart hier macht, in der Mitte nicht. Die Haare so. Da geht vielleicht was, wenn ich eine gute Minute jetzt habe. Zack. Deinen Lack schön groß den Kopf machen. So, dann machen wir hier den Mund so, dass man richtig checkt. Das Gefühl kann ich ja sogar ausmalen hier jetzt, ne? Dann checkt man das, glaube ich, noch mehr. Wenn ich das einfach so komplett fülle. So James Harden-mäßig. So, zack, Auge hier. Oh, er guckt sauer, er guckt sauer. Warum guckt er sauer? Ne, ich guck da nicht sauer. Wow, mit den Augenbrauen habe ich es noch geregelt bekommen. Boah, was? Ui, warte mal. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Ja, ich krieg das nicht korrigiert, glaube ich. Ich muss einfach jetzt so machen, dass es kleiner aussieht auf den, als es ist. Hilft das? Warum ist das, glaube ich, noch zu hell? Ich kann die Farbe aber nicht. Ich muss jetzt meine Palette bearbeiten oder was? Ob das hier noch in der Zeit drin ist? Doch! Oh, wow! Wobei, komm, diese 5 Sekunden mehr könnt ihr mir gerne geben, weil ich meine Palette bearbeiten musste und so meine Farbpalette. Was war das denn auf einmal? Ich sehe jetzt, was ist das für ein Hals, Digga? Das sieht aus wie ein Rollkragenpullover, Mann. Atü, was passiert? Jetzt passieren die wilde Sachen. Das ganze Bild braun und so. Ich sag, boah, ich weiß, ob das jetzt hier erraten wird, ne? Okay, 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 ohne viel reden. So. Mal gucken, ob die Streak anhält, das wäre krass. Oh, jetzt wird es schwerer wieder. Okay, also Locken, ein Afro-Bart so mäßig. Also ich denke mal, das ist ein bisschen, ist ein dunkelhäutiger, sonst würdest du den Hintergrund wahrscheinlich auch nicht so meinen. Ah, schwer. Schwer. Es ist, aber er ist auch nicht schwarz, sondern er ist braun. Reikart vielleicht? Oh, das Einzige, was nervt, ist, dass du, ehrlich, diese Icons, was du die ganze Zeit sagst. Okay, ich sag... Okay, also ich kann auch, also... Mir fällt kein anderer Spieler ein, der sind voll. Also, Reikard würde mir halt nur einfallen. Ja, ich sag auch, bestimmt das ist noch wirklich wieder einer von den Schweren. Ist auch okay, es gab ein paar leichte, ein paar schwere. Wenn ich den Namen sage, denkst du dir vielleicht so, Innenverteidiger, Premier League, Footies-Karte, Liverpool. Joe Gomez. Genau. Und der hat ja auch so einen Bart. Ja, okay, das war gut gemalt. Ja, ja, safe. Aber er ist halt auch ein Spieler, an dem man, ja, ist halt auch ein Spieler, an dem man nicht unbedingt denkt. Also bei dem war ich mir schon klar, so ist der. Jetzt, wo du es sagst, so hätte man drauf kommen können, sag ich ernst. Danke. Egal, trotzdem ist es eine Bronzekarte. Okay, beim nächsten muss ich mich wieder mehr straffen. Nächster Verteidiger, Philipp Lahm. Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen schummeln. Komm, 3, 2, 1, go. So, wir haben hier einen Spieler. Wir haben hier einen Spieler, wir haben hier auch einen Spieler, und dann fangen wir gleich mal mit Lahm an. Und dann haben wir hier
Philipp Lahm. Also Gesicht malen und so wird hier auf jeden Fall eng. Bei so einer kleinen Person, ein bisschen braune Haare kriege ich hier vielleicht hin. Man checkt auf jeden Fall, er soll klein sein so. Weiß, ich brauche weiß. So weiß ein bisschen hier rüber, weil der Strich ist zu weit gegangen. Oh my God! Was passiert hier? Warte mal, denn aber noch so wenig, dass man checkt, wer gemeint ist. So. Also in meinem Kopf war das irgendwie... Nee, warte, man denkt nix. Ja, den Arm darf ich jetzt nicht nach oben machen, wenn man sonst denkt, Torwart, keine Ahnung. Ich habe einfach eine Minute gebraucht, nur um zu zeigen, dass er klein ist. Weißt du, mehr habe ich in dieser Minute nicht geschafft. Ich habe nur gezeigt, dass er klein ist. Oh mein Gott. So, wir haben den nächsten Spieler. Ich habe wieder versucht, ein bisschen zu tricksen, damit es wieder was wird. So, mal schauen. Ich denke, da war es ganz anderes als am Fußball. Der Junge, ich wusste es, als ich das gezeigt habe. Ich hätte noch so eine Couch dahin malen sollen, ne? Und ja. Und wieder hinterstellen, dass alles so klein werden sollen, Bro. Ich hab nur daran gerade gedacht, aber ich hab gerade nicht an Fußball. Ja, keine Ahnung, ey. Eng, kleiner, Insigne. I don't know. Insigne ist klein, ich hab echt gar keine Ahnung, Bro. For real. Du nimmst dich auseinander, ne? Jetzt, wenn's ein Icon ist, kommt er mit einem aktiven Spieler. Kleiner Icon. Blond. Philipp Lahm. Kleiner. Egal, Philipp Lahm. Lass mir das sein. Das ist zwecklos, Digga. Anstatt der irgendwie deutscher Meistertitel Champions League. Ja, deswegen, also so mit Flaggen und so finde ich wieder zu doll. Deswegen, es muss ja, dann wäre es wieder zu einfach. Aber gut, das war so. Man hätte vielleicht mit ganz viel Glück drauf kommen. Du hast aber auch sehr, du hast ohne Nachdenken einfach direkt rausgehauen. Deswegen ein bisschen respektlos. Willst du die Bronzekarte? Nee, aber mein Gedankengang ganz woanders war, nicht beim Fußball gerade, wo ich das gesehen habe. Soll ich da Okay, nächste Bronzekarte. Das heißt, das muss wirklich jetzt das Einfachste von allen sein. R9 zeichnen. Einfach mit seiner Frisur. Come on, go. Also ich will einfach nur hier einen großen Kopf haben, ohne viele Faxen. Der Blick geht zur Seite diesmal, weil man so die Frisur halt gut hinkriegt. Zack. Oh, warte mal. Ich kann sogar die Zahnlücke noch mit einbauen, so mäßig. Aber oder okay, das hätte ich vielleicht... Oh, wobei. Tschüss. Okay, tut mir leid, R9, Digga. Das sieht aus wie Mobbing einfach. Aber wenn ich jetzt so, wenn ich hier so... Oh yes, das ist doch absolut R9, was ich hier gerade male. Ja, und jetzt hier so ein bisschen gepunktet einfach noch. Digga, man checkt es. Wenn ich den nicht bekomme, ne? Wenn ich den nicht bekomme, 10, alles drum und dran. Aber warte mal. Dann wird man noch ein bisschen... Die ganze Welt, ne? Ganze Welt ist wieder jetzt da, bevor ich hier noch mehr... Ach, komm, wir lassen durchgehen. Ah, wo waren die Lücke? Hier oben, den hier hätte ich schließen müssen. Dadurch hat der Farbeimer jetzt wieder ganzes Bild gefärbt. Aber gut, ey, so fällt es aber noch mehr auf mit dem Mund und mit den Zähnen und so. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Boah, Digga, diese Frisur, ne? Also, hätte man viel besser malen können, aber... Wenn es klappt, dann reicht's. So, ich habe mir wieder sehr viel Mühe gegeben, heißen. Ja, das ist easy. Das wird wahrscheinlich R9 sein. Also viel Spaß mit Trophy Titan R9. Okay, let's go. Zahnlücke, ikonische Frisur, dunkel gefärbt. War natürlich aus Versehen, dass der Hintergrund auch dunkel ist. Ich wollte den Hals eigentlich färben. Ich habe vergessen, hier unten diese Linie zu machen. Hat alles gefärbt, war ja vorhin bei dem anderen Spieler. Bei Joe Gomez ist auch so. Bei den nächsten achte ich drauf, dass ich nicht den Hintergrund mit einfärbe. Aber du hast es ja so oder so erkannt. Stark. Okay, damit steht der erste Stürmer im Team. Wir haben eine geile Karte vorne drin. Frankie de Jong. Also ernst, bisschen De Bruyne einfach ohne Bart. Aber kommt man dann auf den? I don't know. Komm, 3, 2, 1, go. Zack. Ich muss das ein bisschen machen. Vielleicht ist es ehrlich der Key, wenn die Leute so seitwärts gucken. Er guckt jetzt bei mir hier in diese Richtung. Die Nase hat mäßig 2 Löcher so. Dann kriegt er noch den Mund. So, jetzt brauche ich blond quasi. Hell, aber nochmal größere Strichstärke. Zack. So ein Löckchen hier mäßig. Nein, nicht, dass es am Ende wie Haaland aussieht oder so. Das muss ich irgendwie noch verhindern. Hat ja nicht wie Haaland aus, oder? 20 Sekunden. Was kann ich noch machen? Helle Augenbrauen? Na gut, ich denke mir eigentlich dann. Kein Bart. Mehr Löckchen. Aber die dürfen nicht zu weit gehen. Warte mal. Hier, ich muss das hier wegmachen, dass es nicht so über den Kopf rüber geht. Ja, okay. Oh mein Gott, also wird das einer von diesen Fußballern sehen, wie ich die gezeichnet habe. Das ist bodenlos. Aber ich glaube, selbst wenn ich 10 Minuten Zeit hätte, da wird nichts Besseres rauskommen als das. Das
ist es einfach nicht, was ich so an der Maus drauf habe mit dem Stift. Okay! Ja, viel Erfolg bei dem Spieler. Boah, also darfst du Hinweise geben oder gar nicht? Das Einzige, was ich dir sagen kann, ich habe diese Karte vor 2 Minuten gemalt. Und wenn ich sie mir jetzt angucke, erkenne ich sie selber nicht mehr. Aber mach dein Ding. Ja, geil, Digga, hört sich gut an. Boah, so ein Mal-SBB, glaube ich, wäre auch cool, Digga. Sei ehrlich. Hey, Leute, wenn ihr das lass feiert, mal machen. Hey, lass mal einen Daumen nach oben, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr sowas feiert. Das ist ehrlich mal was ganz anderes. So ein FIFA-Brei. Hey, ich finde, das macht schon Bock auf jeden Fall. Und dieses Mitfiebern, ob man den erkennt, also solche Sachen. Ja, Boah, ich würde sagen, es kräuft so einfach random. Also gelber, also so blonde Haare nach links gescheitelt. Keine Ahnung, könnte Kreuz sein, I don't know. Ja, okay, also ich darf das Spiel nicht nehmen. Was wieder bei den Legenden, obwohl wir bei den aktiven Spielern sind. So. Wie wir sind bei den aktiven? Anlage immer wieder für mich. Also es ist halt einer, der noch Fußball spielt. So. Bro, wirklich, mal, ich sag dir, meine 3-jährige Schwester, Digga, die malt das besser. Also ernst. Also, das war bodenlos. Du hast davor Da Vinci, aber heute war, das war 3-jähriges Kind. Ich sag dir ehrlich, das war kein Kind. Also, Frankie de Jong ist das. Frankie de Jong. Sicherlich, Digga. Da hätte ich auch drauf kommen müssen. Wie soll man den da besser malen? Ach komm. Meine Verteidigung ist heute leider ein absoluter Müllhaufen. Mein Keeper ist ein Müllhaufen. Wir haben gleich noch Offensivspieler. Ja, aber ich war in der gleichen Nation. Das ist ehrlich gut, aber na, wie auch immer. Okay, bei Pelé, ich weiß nicht, ob Heisen das kennt, dass sein Icon-Bild ja eigentlich im Pool entstanden ist, so mäßig. Ich probiere es vielleicht irgendwie so hinzudribbeln. Zack, zack, zack. Dann. Ja, okay. 3, 2, 1, go. So, zack, dann haben wir hier so, da kommt der Kopf gleich auf. Zack. So, mit richtig Grinsen aber auch. Richtig Grinsen. So, zack. Zack. Nase breit. Oh, vielleicht ein bisschen zu breit, aber es passt. So, warte mal. Dann mache ich hier so Wellen auf den hin. Vielleicht, ja, Mann, wenn man diese. Aber wie soll man darauf kommen, ne? Ah, das sind keine guten Wellen. So, dann färbe ich das noch einmal ein. Er braucht jetzt auf jeden Fall noch Haare. Er braucht noch Haare. Wie sind die Haare von Pelé? So. Oh, ich weiß nicht, Digga. Und hier wird es dann so ein bisschen kürzer. Was hat denn schon wieder falsch gemacht? Das ist gar nicht wie Pelé aussieht, Mann. Das ist doch voller bei ihm. Nee, warte mal. Das kriegen wir vielleicht noch irgendwie hin. Nein, Zeit ist um. Irgendwas noch hinsetzen. Oh mein Gott. Hier seht ihr Pelé. Mit dem Pool am Chillen. Hier auf seinem Icon-Bild am Grinsen. Ja. So heißen. Wir haben mal wieder einen Spieler, den du erraten kannst. Ja. Digga, einfach Rücken mit Kopf drauf. Digga, also der chillt im Wasser. Warum chillt er im Wasser? Eistonne oder was? Wer weiß, der weiß einfach. So viel dazu. Wer das Bild kennt, der hätte schon. Ich kenne das Bild nicht, das ist das Problem. Locker gibt es ein Meme-Bild oder so davon, aber ich bin gar nicht drin in Meme. Insider quasi, aber. Gut, da muss er anders drauf kommen. Lukaku? Bruder! Brassier mich doch nicht! Das ist jetzt was? Eine Legende! Wie? Das ist einfach wieder eine Legende. Oder nächstes Mal muss ich ehrlich irgendwie dazu zeigen, klar. Also ja, der Call von Lukaku ist nicht schlecht. Aber wie sagst du jedes Mal, wenn es ein aktiver Spieler ist, kommst du mit einem Namen von einer Legende oder einem Icon. Und wenn es eine Icon ist, dann sagst du irgendjemand, der noch aktiv spielt. Mann! Junge, tu mal nicht so, als wenn das obvious ist, Digga. Nee, es ist nicht obvious, es ist einfach nur Pech, weißt du? Du kannst es nicht wissen, ob es eine Legende oder ein aktiver ist. Aber einfach, wie man jedes Mal genau das Falsche sagt, ist halt super unlucky. Mann! Wer war denn das jetzt? Ja, wenn es eine Icon ist, weiß ich nicht. Sag mal noch einen Icon-Call. Ich darf ihn eh nicht benutzen. Brasilien? Ja. Jairzinho. Boah, das ist Pelé! Mann, das Bild von, Pelé-Icon, das Bild von Icon Pelé auf seiner Karte. Kennst du nicht das Original davon? Wir blenden das einmal hier ein. Das wurde aus dem Whirlpool genommen, wie er dort chillt im Wasser. Das ist doch früher auf TikTok auf der Rundgang. Den Insider wusste ich. Ach man, okay. Nee, gar nicht TikTok. Jetzt kriegen wir hier so, Mann, jetzt kriegen wir dort auch noch eine Bronzekarte. Eine Position haben wir gleich noch offen. So, der letzte Spieler, Haaland, ich glaube, den muss man richtig im Seitenprofil zeichnen. Geiler Stürmer, wäre doch mal richtig fresh fürs Team. Und die Zeit ist am Laufen. So, machen wir das so. Dann kommt die Nase hier so hin. Okay, das ist echt.
Bruder, was mal ich hier für ein Tier gerade? Bruder, sein Profil ist, glaube ich, gar nicht meins. So, warte mal, wie machen wir jetzt ein Ohr hier? Hier haben wir sein Ohr. Oh mein Gott! Er ist einfach das Schlimmste von allen. Warte mal, lass mich einfach die Haare irgendwie hinkriegen und dann kann ich den vielleicht trotzdem abholen. So, okay, warte, es geht so nach hinten. Dann kommt hier dieser Zopf und dann geht's nach unten. Zack. Ja, das finde ich jetzt ehrlich gar nicht so verkehrt. Zack. Alles schön da hinten rein. Zopf und von dem Zopf weg. Oha! Ja, ja. 10 Sekunden habe ich noch. Was kann ich noch machen? Vielleicht eine helle Augenbraue hier so hin. Vielleicht Muttermal hat er doch irgendwie. Hier so. Sag Muttermal. Ja, der Punkt hat es jetzt rausgeholt, ne? Am Ende sagt er, er hat es hier dran erkannt. An dem kleinen Bruder. An dem kleinen hat er es erkannt. Ja. Aber das Traurigste ist, ich gucke mir das Bild gerade an und ich denke mir, es ist nicht mal die schlechteste Zeichnung heute von mir. So, letzter Spieler. Ja, viel Glück. Ja, ich glaube, er heißt Frank. Nein, Spaß, Ibrahimovic. Ich wollte kurz sagen, seit Jahren. Oder? Ibrahimovic? Also ich würde mich jetzt festlegen. Ich sage nicht, das ist Frank Ribéry, aber der ist ein Narbe gezeichnet. Also ich sage Ibrahimovic, so etwas längere Nase, Zopf. Also. Oh mein Gott, ich hätte diese Nase einfach nicht zeigen sollen. Ich hätte sie nicht zeigen sollen. Sie ist so schlecht geworden. Es sollte eine normale Nase sein. Nein, mit dem letzten Mal jetzt nochmal alles zerhauen, was geht. Bruder, wie ist nicht Ibrahimovic? Wenn ich ihn jetzt angucke, sieht er schon wie Ibra aus. Ich sag ehrlich, aber es sollte gar nicht Ibra sein. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass er wie Ibra aussieht. Bruder, ich dachte so, vielleicht mit diesem Muttermal oder so. Oder, ach man. Warte, Muttermal? Wer ist denn das? 99er Footies-Angreifer. Nein, Manchester City. Haaland soll das sein, ja, oder? Ja, soll Haaland sein. Ich dachte, die Haare alleine reichen. Crazy. Ibrahimovic hätte sie halt auch in dunkler gehabt, ne, die Haare. Also ich verstehe, wo du Ibra siehst, diese Nase. Diese Nase direkt, die ganze Nase. Ja, die hätte ich weg. Hat reingeschossen. Ach man, ey. Oh man. Bruder, zwischenzeitlich ganz kurz das Streak. Am Anfang dachte ich voll das Bronze-Team. Plötzlich dachte ich, okay, jetzt wird alles erraten. Und ja, wie das Team jetzt aussieht, seht ihr. Also krass, man achtet immer so auf so kleine Details. Und man denkt dann, du hast die mit Absicht gemacht. Aber hast du gar nicht mit Absicht gemacht zum Teil. Ja, ich hab die Details, auf die du nicht geachtet hast. Dieses Muttermal, die Haare und so. Diese Augenbrauen, diese Blond, diese Blond. Diese Muttermal. Das sieht man nicht, ich denk, du hast dich verklickt oder so. Dieses Blond und so, da alles, worauf ich geachtet habe, hast du nicht geachtet. Und die Sachen, die ich aus Versehen gemacht habe, sind die, woran du es dann festgemacht hast. Unlucky, ihr wisst, was es ist. Nächstes Mal vor so einem Video werde ich üben. An sich war es, glaube ich, lustig und. Ey, aber die Zuschauer sollen mal reinschreiben, ob die, wie viele die erraten haben. Die waren ja dabei, als ich gezeigt habe, man hat doch die Karte schon eingeblendet gesehen. Okay. Ja, ich glaube, ein, zwei mehr wäre schon drin gewesen, aber da war auch jetzt kein Leistung. Haben wir doof angestellt vielleicht. Ja, egal, mit dem Team muss ich jetzt arbeiten. Yes, das ist das fertige Team. Oh mein Gott, ich wusste, dass ein paar Bronzespieler ins Team kommen. Aber wenn ich das gerade jetzt nochmal sehe, dass 7 nicht erraten wurden und nur 4 erraten wurden, oh, dann ist das ehrlich unlucky. Und ja, die Challenge ist, jeder Spieler, der kein Rating von 7,0 heute wieder erreicht, der wird discarded. Und ja, also wahrscheinlich verlieren wir das Spiel, dann kriegen die schon Minuspunkte. Das wird richtig brenzlig. Also ich muss unsere 4 Stars hier richtig pushen, weil die sind alle teuer und krass. So, der Gegner ist am Start. Vielleicht wird es schwitzig. Ich hoffe nicht. Ei. Okay. Nice. Okay. Wir verlieren wahrscheinlich 8-2 oder so. Wir müssen einfach hoffen, dass unsere guten Spieler gute Noten kriegen. Für einen guten Torschuss, auch wenn er nicht reingeht. Oha. Was macht Messi hier? Sollte Messi doch wahrscheinlich einen Bonus kriegen. Guck mal, hier ein paar ausgetrickst. Jetzt den noch auf R9. Ah, hier sind nur die schlechten Spieler von uns. Schießen rein. Nein, Digga. Lee. Schön. Ja. Hier oben, geh oben. Einfach probieren. Messi, er nimmt den schon irgendwie an, egal wie schlecht er gepasst ist. Messi macht da was drauf. Was eine gute Grätsche. No, no, no. Okay, der ist... Oh, nicht drin. Wo ist Roberto Carlos? Roberto Carlos ist hier unten. So, zack, zack. Roberto Carlos nochmal auf ihn. Wenn der reingeht, haben wir ihn wahrscheinlich schon gerettet. Okay, oh mein Gott. Okay. Also wir sind nicht schlecht mit drin in der Partie. Aber in so einem Matchup geht es auch ganz schnell dann. Uiuiui, das ist komplett kippt. Nein, jetzt kriegen wir gar keinen Zugriff. Oh, guter Torwart. Komm, spiel den Pass deines Lebens, Messi. Ah, fast durchgesetzt dagegen Cordoba. Warte mal den ganz nach hinten. Ein auf Messi, Lionel. Nein, Messi, immer wieder Messi. Der ist schon ein Gamechanger. Hullet.
einmal angetäuscht, dass wir schießen und gerannt. Bruder, sind die blind? Roberto Carlos ist auch so einer, der als Verteidiger kann er nicht viele Akzente setzen, außer er macht vielleicht einen Assist oder so. Aber gut, wer mit nach vorne geht, einen Fehlpass macht und im Konter ein Gegentor kassiert, dann will ich gar nicht wissen, wie sehr sein Rating runtergeht. Wenigstens ein Ballgewinn, sehr gut. Ja, geiler Ballgewinn. Warte, schön auf Roulette. So, mit Tempo gibt er ihn raus. Zack. Oh mein Gott, was ein geiler Ball. R9. Ey, wenn der jetzt nicht reingeht, weiß ich auch nicht. Und da ist R9 und wir führen. Das ist ein so wichtiges Ding zu gewinnen. Oder zumindest ein paar Tore zu machen. Ich sag, wenn wir gewinnen und jeder der guten Spieler irgendwie bei einer Torbeteiligung dabei ist. Ah, oh, schade. Dann sollten die eigentlich alle gerettet sein. Aber wenn wir verlieren, erst recht ein paar Gegentore kriegen, dann ist zumindest der Bruder hier, Roberto Carlos, recht so gut wie sicher discardet. Komm, hol dir die Torbeteiligung, Roberto. Den will ich unbedingt nicht discarden, Mann. Nein, er schläft ein in der Mitte. Noch eine Chance. R9, mach's für Roberto Carlos. Oh. Also brennt gewaltig hier in der 45. Er haut den Finesse raus. Ja, und das ist Gegentor. Kurzes Update. R9 mit einer 7,3. Wenn er das hält, rettet er sich. Rullet 6,3, brennt. Messi 6,0. Den kriegen wir gar nicht eingebunden. Warte mal, da müssen wir uns richtig staffeln. Und Roberto Carlos 6,7. Gar nicht so schlecht, weil er auch viel mit nach vorne macht. Aber da fehlt auch noch was. Also, ja, wir können noch alle retten. Wir können auch noch alle verlieren, weil es kann auch runtergehen, das Rating bei R9. Trotz Tor so schlecht. Mann! No, no, no. Oh! Oh, der Gegner hat sich richtig warm gespielt. Wahrscheinlich minus 0,3 für ganze Team oder so. Warum hat da keiner reagiert? Nein, das geht hier ganz und gar in die falsche Richtung. Auf R9, er gibt den nochmal raus, Roberto Carlos. Wenn er sich hier durchsetzt, dann ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Warte mal. No, 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 er wird angerannt. Oder ich brauche einfach das Tor meines Lebens oder so. Ach man, das war echt kein guter Schuss, ey. Also was weiß ich halt nicht mal. Gibt es jetzt Plus, weil man aufs Tor geschossen hat, oder gibt es Minus, weil es halt nicht mal ein gefährlicher Schuss war? Ey, Freischuss rausgeholt, das ist nicht schlecht. Warte mal, von dort können wir eigentlich was veranstalten. Messi, wir haben in der Halbzeit auch noch nichts mit Messi gemacht. Und das in der Halbzeit, Roberto Carlos nicht mal der beste Außenverteidiger in meinem Team war, hat mich auch komplett verwirrt. Komm, Lionel Messi, lass den nicht zu hoch gehen, Messi, nein! Zack, Messi. Schöne Bewegung. Wieso hat der eine 6,0, als hätte der keine Szenen gehabt? So, ich check das nicht. Messi. Mann, warum ackert der da hinten so? Nein. Nein. Es geht völlig in die falsche Richtung. Komm. Schöne Annahme. Sehr gut. Sehr gut. Nein. Oh nein. Nein. Wie schwer ich so gut vorne, aber wenn ich mit Toren belohnt und hinten geht halt gar nichts. Oh. Schön Messi. So. Einmal noch in den Rückraum. Kann den nicht nochmal irgendwie abgeben. Messi. Wo ist R9? R9 ins Kurze! Das gibt's nicht. Messi, komm kurz. Komm. Messi auf Roberto. So, der gibt den hier nochmal raus. Der geht auf Messi. Einfach irgendwie durchkommen hier. Messi. Messi. Du genau auf R9. R9! Das ist doch unfassbar. Rollen, Mann! Ich hab direkt gedrückt! Er nimmt den an, trinkt Tee! Das sind meine Schultern! Das gibt's doch nicht! Come on. Ja. Oh, ich muss nochmal auf mein Glück einfach hoffen. Messi, komm! Nein! Super Ballgewinner, ey, Roberto Carlos. Das sind auch gute Punkte, eigentlich, die er dafür kriegt. Ich muss Messi nochmal mehr einbinden, Mann. Ein Tor ist eigentlich. Ja! Guter Trick. Tor oder ein Assist ist das, was er, glaube ich, braucht. Ich probiere es jetzt nochmal. Abgefälschter Schuss wenigstens. Wo ist Rullet? Warte mal, kriege ich den irgendwie auf Rullet? Ich glaube, wenn ich den so flank, das wäre es halt. Messi, Torvorlage. Rullet, Tor! Bitte, nein! Das kann nicht sein, ich muss Bälle gewinnen. Sehr gut, Rullet mit der Balleroberung. Ich schwöre, das sind diese... Ja, guck mal, und die Bronze verlieren den halt wieder. Aber gut, bei denen ist mir das Rating auch ehrlich gesagt egal. Nein, nicht noch ein Gegentor. Oh mein Gott. Puh, R9 ist durch. Er wird dick eingeholt. Das kann doch nicht sein. Messi. Messi. Messi! Oh mein Gott, ich schwöre, er wäre discarded worden, wenn er den jetzt nicht gemacht hätte aus diesem komischen Winkel mit schwachem Fuß. Digga, und die anderen haben auch momentan die ganze Zeit Balleroberungen. Pässe, Assist hat einer. Boah, Digga, das kann was werden.
Okay, der Gegner macht Zeitspiel. Der Gegner will die Zeit runter wasten. Der Rullet den jetzt noch erobert! Oder? Komm, Rullet. 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 Elva! Ja, es gibt Elva! Boah, mit wem schieße ich den? Wer hat wahrscheinlich noch nicht das Rating? Roberto Carlos hatte viele gute Aktionen. Ich würde sogar sagen, Rullet hat diese Balleroberung gerade. Ich schieße den mit Rullet. Ich schieße den mit Rullet. Und der geht jetzt auch noch in den Winkel, obwohl er die Ecke hat. Und wir kriegen keinen Niederlagenbonus. Oh mein Gott. Haben wir hier jetzt ab der 88. wirklich noch alle Spieler gerettet? Roberto Carlos hatte dick viele gute Aktionen in dieser Halbzeit. Messi hat ein Tor, Rullet hat ein Tor, R9 hat ein Tor. Es ging unentschieden aus. Wow, 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 wow. Rullet hat sogar auch den Elfer rausgeholt. Ich weiß nicht, ob das Punkte gibt. Okay, der Moment der Wahrheit. Also der Gegner. Boah, bei ihm wären ein paar Rutschen gegangen. Osimhen, man muss bedenken, Schweini wäre Rutschen gegangen. Okay, jetzt kommt unser Team. 3, 2, 1, go! Oh ja! Warte. Ja! 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 Oh mein Gott! Sie haben sich gerettet. R9 hat sich gerettet. Hu Jinghang hat sich gerettet, wie auch immer, weil er einen Assist hat. Dann hat sich Rullet gerettet, Messi gerettet. So ein Tor gibt doch safe plus 1,0. Das heißt, hätten beide nicht getroffen, hätten die sich nicht gerettet. Und Roberto Carlos, habe ich mir schon gedacht, dass er sich noch rettet, weil komischerweise der andere Außenverteidiger auch voll gute Punktzahl hat. Ich glaube, weil die immer so sichere Pässe spielen auf LM und RM. Also Yang Se hat sich auch noch gerettet. Ja, es geht rutschen, aber die wichtigsten haben sich gerettet. Wow, 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 die letzten Minuten waren big. Okay, die Spieler, die discardet werden müssen, werden discardet. Aber was ein Glück, ey. Wir hatten am Anfang Pech, dass wir so viele Bronzespieler all in all hatten. Aber am Ende haben wir das Beste draus gemacht. Bei den Innenverteidigern war es sogar knapp. Beide Innenverteidiger hatten 6,9 Rating. Gar nicht verkehrt für 3 Gegentore so. Ja, bei den anderen waren es teilweise auch knapp. Aber, boah, das sind die überlebenden Männer. Ganz wichtiges Ding. Diese letzten Minuten haben uns getragen. Das wäre sonst absolut nichts geworden. Aber ich bedenke, der Gegner es nicht geschafft, gegen dieses Team zu gewinnen. Das war's halt von diesem Video. Hat richtig viel Bock gemacht. Auch mit dieser kleinen Discard-Challenge am Ende noch. Eigentlich sollte es hauptsächlich nur ums Malen gehen. Also Discard-Challenge ist ja echt noch richtig eskaliert durch unser Team und so. Checkt ihr gerne noch ein anderes Video von mir ab. Ist auch nice. Lasst gerne ein Like da. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Malen haltet. Nächstes Mal übe ich auch vorher ein bisschen malen und so. Dann hole ich mir sogar so ein Pad, damit man richtig zeichnen kann und so. I don't know. Kann auch sein, dass ihr es kacke findet. Deswegen, man weiß nie. Macht's gut, haut rein, lasst gerne auch ein Abo da. Ciao.